Wenn ihr nicht mal versteht, dass wir etwas entwickeln, was nichts mehr mit den Tickets oder relativ wenig mit den Tickets zu tun haben, dann braucht ihr doch die Tickets gar nicht, weil ihr könnt das sowieso nicht nachvollziehen. Es ist alles so einfach nur so eine Beschäftigungstherapie. Daher meine Empfehlung, wenn du Projektleiter bist und du hast gar keine Ahnung von Entwicklung, dann gesteh dir das auch erstmal ein und lass auch die Entwickler arbeiten, wie die das für richtig halten, weil die Entwickler sind nicht deine Feinde und dann nicht deine Konkurrenten, die das Leben schwer machen, sondern ganz im Gegenteil, die wollen dir helfen, damit du dein Ziel erreichst und dein Produkt entwickelst.